So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Rebirth. Letztes Mal haben wir mit viel Dramatik mit Judas gewonnen gegen erst Mamsart und danach Satan, unerwarteterweise. Ich habe damit persönlich überhaupt nicht mehr mit gerechnet, aber gut. Heute möchte ich was Besonderes machen, und zwar einen Run mit Eden, ohne zu wissen, was Eden kann, wie Eden drauf ist. Ich habe keine Ahnung von diesem Charakter, wirklich absolut keine. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Curse of the Unknown. Okay. Okay, wir haben das Book of Revelations. Wir haben keine Herzen. Das ist schon mal schön. Okay, ich würde sagen, wir machen das. Was? Wie bitte? Wir haben immer noch keine Herzen. Okay. Und wir haben dieses komische Ding hier. Ah, okay, verstehe. Es lädt sich auf. Alles klar. Wir haben sowas von verloren. Kann ich das einsammeln? Es wäre toll. Ich kann es einsammeln, aber... Hä? Oh. Moment. Kann es sein, dass wir mein Leben nur nicht angezeigt werden, sie aber vorhanden sind? Das wäre problematisch. Das wäre auf jeden Fall problematisch. Und ich möchte es auch ehrlich gesagt jetzt nicht herausfinden. Weil die Eden-Tokens, die da sind, haben bestimmt einen Grund. Aber das Geld sieht man wenigstens. Das ist immerhin etwas. Aber dass die Leben nicht angezeigt werden, ist schon mal etwas merkwürdig. Während demnächst meine Items gleich mal angezeigt? Moment. Muss ich gleich mal nachschauen. Upsala. Nein. Ja, da werden die Items angezeigt und da ist auch der Seed. Da ist eine Bombe und ja, scheinbar können wir Herzen einsammeln. Was ist das? Capricorn, all stats up. Oh, das scheint ein gutes Item zu sein. Zumindest sind unsere Tränen wesentlich größer geworden. Okay, das ist nichts. Ich mag mein Item nicht wirklich. Das ist merkwürdig. Es macht zwar gut Schaden durch die Aufladung, aber die Aufladung dauert zu lange. Finde ich zumindest. Okay, dann gehen wir zum ersten Boss und schauen, wer es ist. Bestimmt Famine. Hey, hallo Famine. Ach, bleib bitte weg. Du klingst interessant. Das erste Mal, dass wir auf Famine treffen. Bist du irgendwie langsamer geworden? Warst du früher genauso langsam oder genauso schnell? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht riskieren, getroffen zu werden, weil ich keine Ahnung habe, ob meine Leben wirklich so voll sind, wie ich denke. Wenn nicht, habe ich nicht ein Problem. Ein Cube of Meat. Juhu. Gotta meet them all. So, ich glaube, wir sind fertig mit der Ebene. Das Buch ist noch nicht einsatzbereit. Das können wir auch nicht mitnehmen. Dann haben wir tatsächlich einen unbekannt großen Lebensbalken. Das macht das Ganze nicht wirklich einfacher. Aber so gar nicht. Basement 2. Okay, hallo Freunde. Okay, man kann die Aufladung abbrechen mittendrin, dann hat man halt weniger Tränen. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was ich möchte. Okay. Nein, ich wollte keine Bombe legen. Das war die falsche Taste. So. Ah, jetzt können wir unsere Leben sehen. Oh, wir haben ganz schön viel. Wir haben echt viel. Warum können wir jetzt erst unsere Leben sehen? Ich habe keine Ahnung. Finde ich interessant auf jeden Fall. Das verhält sich teilweise so ähnlich wie der Vierfachschuss.
Ja, nur so ähnlich, nicht genau gleich. Man kann die Schüsse aufladen und dann beim Seitwärtslaufen abfeuern, sodass es sich tatsächlich verhält wie der Vierfachschuss. Ist auf der einen Seite ganz cool, auf der anderen ziemlich lästig. So. Ihr beide auch noch weg, dann müsste ich mal so langsam weiter. Ich würde mal interessieren, wie dieses Item zusammen mit Brimstone funktioniert. Kriege ich dann 4 Laser? Oder mehr generell? Oh, falsche Richtung. Was ein Glück, dass diese Spinne weg ist. Die Viecher sind nervig. Hot up, geht doch. Also das Treffen ist teilweise ziemlich schwierig. Das Book of Shadows. Das Book of Shadows. Ja, ich weiß ja nicht. Welches von den Büchern nehme ich jetzt lieber mit? Das Book of Shadows verbraucht nur 3 Aufladungen. Das ist eigentlich schon mal ein großer Vorteil. Und ich schätze einfach mal, dass The Habit nicht mehr so stark ist wie im Vorgänger. Weswegen ich dann doch lieber das Buch hier mitnehmen möchte. Erstmal. Vielleicht ändere ich meine Entscheidung ja noch in den nächsten paar Räumen. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Item, wenn auch teilweise nicht ganz so einfach zu handhaben. Okay, ein Herz für uns. Wiedersehen. Danke. Du hältst eindeutig zu viel aus. So, nächster Raum. Hallo Monstro. Oh, ich habe nicht erwartet, dass du gleich losspringst. Also unser Schaden gefällt mir mal so ziemlich gar nicht. Den finde ich viel zu gering. Aus meiner Sicht zumindest. Das war knapp. Könntest du mal aufhören damit? Das stört ein bisschen. Warum springt der nur noch? Nein! Was? Oh nein. Das ist nicht dein Ernstspiel, oder? Ich will doch nicht jedes Mal teleportiert werden, wenn ich getroffen werde. Das ist doch schlimm. Also bis jetzt mag ich den Charakter nicht wirklich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Items von ihm auch random sind oder ob es nur sein Leben, seine Angriffsgeschwindigkeit und so weiter ist. Aber wenn es tatsächlich alles ist, dann könnte er vielleicht irgendwann mal interessant werden, wenn man direkt von Anfang an eine ziemlich starke Kombination kriegt. Aber die Kombination ist fürchterlich. So. Oh, wir kriegen das Pentagramm. Das wiederum gefällt mir natürlich. Wir gehen mal hier rein. Aufladen vorher. Oh, das Pentagramm. Sehr nützlich, sehr nützlich. Kiste. Und gehen wieder raus. Wir haben 4 Münzen. Wir könnten mal nach dem Geheimraum schauen. Der wahrscheinlich hier ist. Okay, ich habe mich versehen, dann ist er höchstwahrscheinlich hier. Oh, ja okay. Wir halten 3 Bomben im Tausch für 2, das ist gut. Und sind damit fertig mit der Ebene. Wir haben das Buch kein einziges Mal eingesetzt bis jetzt. Muss ich noch ändern? Moment, halt, halt, stopp. Was war hier ein blauer Stein? Ja, da, oh, oh. Wie konnte ich den übersehen? Ein Seenherz, sehr schön. Und hier auch noch mal das gleiche. Wir haben Mr. Mega freigeschaltet. Wuhu! 2 Münzen für uns, das hat sich gelohnt. Nächste Ebene. Case 1. Bin mal gespannt, wie sehr sich
The Mark. The Mark? Was? War es The Mark? Nee, Quatsch, das Pentagramm. Das Pentagramm auf unseren Schaden auswirkt. Ach, je. Ich will nicht jedes Mal teleportiert werden, wenn ich getroffen werde. Bitte sagt mir, dass das ein zufälliger Effekt wäre, der nicht jedes Mal auftritt. Das wäre sonst eine absolute Katastrophe. Das wäre wirklich eine Katastrophe. Da könnte ich wahrscheinlich nicht auf Dauer mit gut spielen. Aber gut, erstmal Häufchen kaputt machen, Kiste aufmachen und hoffen, dass wir irgendwas Nützliches bekommen. So. Geh bloß weg. Wir machen ja guten Schaden immerhin. Das ist ja ein Vorteil des Items. Auch wirklich der einzige Vorteil. So, Schlüssel, Goldraum. Komm schon, gib mir was. Oh, ist das Moms Contact? Ne, Moms Eye. Das ist interessant. Wir schießen nach vorne und nach hinten mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit scheinbar. Finde ich gut, wenn auch... Naja, ist nicht das beste Item. Was? Nein, da war Wasser im Weg. Ach, ich habe eine random Teleportationschance, wenn ich getroffen werde. Das ist natürlich wunderschön. Wow, das war knapp. Ich möchte nicht random durch die Gegend teleportiert werden. Und jetzt, wo ich das weiß, werde ich definitiv das Buch mitnehmen weiterhin. Nein. Wo bist du? Bleib am besten da hinten. Gut, der ist kaputt. Lass mich durch. Oh Gott. Oh Gott. Die Angst davor, getroffen zu werden, ist jetzt unglaublich groß. Geh weg, du Mistvieh. Du auch. So. Ruhe? Ist hier Ruhe jetzt? Irgendwo ist noch einer. Da. So. Hui, das ist ja schlimm. Hoffentlich sehen die mich nicht. Doch, tun sie. Da oben ist noch einer. Sogar ein roter. Aber es klappt doch gut. Bleib bloß weg mit deinen Verfolgungstränen. So, Boss ist freigeschaltet. Wir machen jetzt aber trotzdem nochmal den Raum hier. Denn ich möchte zeigen, dass ich auch gegen die Gegner was anrichten kann. So, geht doch. Zählt das eigentlich jetzt auch als erlittener Schaden, dass ich von denen getroffen wurde? Ein zweiter Reiter, wie schön. Denke ich zumindest, dass das schön ist. Hahaha. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so toll finde. Das war mir gerade sonst zu riskant. Mach die blöden Viecher weg hier. So. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Bleib da hinten in deiner Ecke. Bleib in deiner Ecke. Bleib bloß in deiner Ecke. So, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ball of Bandages. Gotta lick them all. Okay, es fliegt um uns herum. Das ist gut. Und hier könnten wir uns Sachen holen. Für Seelenherzen, für Herzen. Wir machen das einfach mal. Und jetzt können wir fliegen. Juhu. Ob sich das gelohnt hat für zwei Herzen, ich weiß es nicht. Aber wir können fliegen. Das ist viel wert. Sehr viel wert. Waren wir schon im Goldraum? Ich glaube ja. Yep, waren wir. Wir können noch mal kurz nach dem
Geheimraum schauen, der ist bestimmt nicht da. Doch. Oh, 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 hoho. Lost Contact, Shielded Tears. Ja, das ist gut. Das ist wiederum ist super. Shielded Tears ist toll, wie man im letzten Run. War das der letzte Run oder war es der vorletzte? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall in einem der letzten beiden Runs hatten wir dich auch die Shielded Tears, die uns vor dem ein oder anderen Treffer bewahrt haben. Theoretisch baue ich mit Eden so gut wie gar keine Leben, weil wenn ich getroffen werde, ist es eh vorbei. Praktisch gesehen. Geht bloß weg. Oh, das war knapp. Das war höllisch knapp. Gut, einer ist weg. Nein. Die halten mehr aus, als ich erwartet habe. Leute, ihr seid super lästig, wisst ihr das? Na endlich. Noch einer. Upsa. Und die halten auch ganz schön viel aus. So. Clear. Wunderschön. Was passiert eigentlich, wenn ich in den Raum da unten reingehe? Unten. Hm. Haha. Okay, das funktioniert ja einigermaßen. Auch das klappt. Unser Schaden ist dafür glücklicherweise ausreichend. Ich würde euch gerne mal eben loswerden. So, genau. Und jetzt du auch noch. Ich finde die Viecher an sich sehr interessant. Aber ich sehe sie lieber tot im Moment. Geht bloß weg. So, auch der ist weg. Wunderbar, da gehen wir noch glatt mit hier rein. Ein Raub in der 6. Ich bin gespannt. Okay, was ist passiert? Wir haben komplett neue Items erhalten, scheinbar. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das gefallen soll oder nicht. Weil diese Tränenart war eigentlich ziemlich mies. Ah, wir haben Little Chap erhalten. Little Chap. Little Chap ist stark. Vielleicht kriegen wir noch ein gutes Item jetzt. Aber wir können auch nicht mehr fliegen. Nein, wir können nicht mehr fliegen. Verdammt. Das war dämlich. Okay, was bist du? Du bist mir unbekannt. Okay, wir sind langsamer geworden, haben mehr... Ja, toll. Langsamer, das ist schon wieder schlecht. Langsamer heißt, dass wir höchstwahrscheinlich eher getroffen werden. Von solchen Viechern zum Beispiel. Ich habe einen Höllenrespekt vor uns. Obwohl, vielleicht ist ja auch das Item rerollt worden, was uns immer wegteleportiert hat. Kann ja sein. Das wäre sogar super, wenn das weg ist, weil dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Okay, ihr seid mir noch etwas zu stark. Ihr haltet mir eindeutig zu viel aus. Aber unsere Tränen sind ziemlich groß. Ich weiß nur nicht, ob der Schaden dementsprechend hoch ist. Da ist nichts. Wir gehen aber mal zum Boss. Gerdy. Hi, Gerdy. Hast du schon immer solche interessanten Geräusche von dir gegeben? Hat er eine besondere Farbe oder warum greift er nicht an?
Der scheint eine besondere Farbe zu sein und greift deswegen uns nicht richtig an. Finde ich gut. Spelunky Boy freigeschaltet. Wuhu, ich habe übrigens nicht darauf geachtet. Cool, keinen Schaden bekommen. Wir können uns hier die Bibel holen. Oder wir holen uns das hier. Hallo Spinnen. Ja, wir haben schon mal keinen Schaden in diesen beiden Ebenen gekriegt. Tolle Sache, jetzt holen wir uns das hier. Haben Krampus freigeschaltet. Damage und Tears up. Ja, das mag ich gerne. Und wir haben Krampus freigeschaltet. Das finde ich jetzt zwar eher weniger witzig, aber wir haben Krampus freigeschaltet. Oh, oh, das wirkt sich ja richtig gut aus. Das gefällt mir. Das ist der Shop, da gehen wir rein. Die schwarze Kerze. Curse Immunity plus Evil Up. Curse Immunity heißt, wir können jetzt nicht mehr auf irgendwelche Flüche treffen auf den Ebenen. Das finde ich gut. Das finde ich super. Und wir haben zwei schwarze Herzen bekommen. Wahrscheinlich durch das Item von Satan. Wir könnten nochmal spaßeshalber jetzt... Testeshalber, spaßeshalber, je nachdem, mal hier reinschauen. Oh ja, es hat sich gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier reinzuschauen. Eternal Life, Guppy's Collar. Collar. Einfach ein schwarzes Herz schon wieder verloren. Das macht nichts. Wow, der Schaden ist gut. Der Schaden ist echt gut. Oh, das ist super. Ein Trinket für uns und das Item. Range Up. Range Up ist auch gut. Okay, da können wir leider nicht rein, weil wir zu viel Leben haben. Ist nicht schlimm. Und auf der nächsten Ebene kriegen wir dann auch gleich wieder einen zusätzlichen Herzcontainer. Das läuft gut. Das läuft richtig gut. Auf der einen Seite bin ich zwar traurig, dass wir nicht mehr fliegen können, aber wenn ich jetzt so denke oder bedenke, wie viel Schaden wir jetzt machen und dass wir nicht mehr ständig wegteleportiert werden, würde ich schon fast sagen, das gefällt mir richtig gut. Auf in die nächste Ebene. Die Tiefen 1. Juhu. Oh, nee. Ich habe mir das anders überlegt. Ich gehe erst hier lang. Ja, das mache ich doch. Oh ja, der Schaden gefällt mir. Der Schaden gefällt mir. Ist jetzt nicht der OP-Schaden, wo ich jetzt sagen würde, wir können alles one-hitten, aber es ist ein ziemlich guter Schaden. Und vor allem gehen unsere Tränen durch diese Viecher hier durch scheinbar, richtig? Ja, sehr gut. Oh, jede Menge Geld. Jede Menge Geld. Wir suchen mal die Ebene nach Mom. Oh, der Schaden ist wunderbar. Vor allem gegen Gegner, die so groß sind. Obwohl, ich habe das Gefühl, dass manche Gegner tatsächlich noch Was? Wir können über Steine rüberlaufen, wirklich? Ist mir das bis jetzt nicht aufgefallen? Das ist okay, finde ich gut. Und wir kriegen gerade jede Menge Schlüssel nachgeschmissen. Oh Gott, das war höllisch knapp. Lass mich einfach hier durch. So. Gut, das war knapp. PhD, nur positive oder beziehungsweise keine negativen Pillen mehr. Das ist gut. Ja, wir können über alles rüberlaufen. Telepilz, die werde ich mir aufbewahren. Für einen guten Zeitpunkt. Vielleicht brauche ich die eines Tages mal. Nochmal Telepilz. Bitte greift mich nicht an. Nein. So, nächster Raum. Ja, ihr seid jetzt absolut kein Problem mehr, glücklicherweise. Gehen wir weiter. Na, stopp. Schlüssel. Ihr wiederum seid ein Problem.
Nein. Wow, das war knapp. Und nächste Ebene. Quatsch, nächster Boss. The Cage. Dich kenne ich nicht. Oh, du bist interessant. Ach, okay, ich wurde getroffen. Verdammt. Aber wir werden nicht mehr wegteleportiert. Ist auf jeden Fall ein interessanter Boss. Okay, du bist interessant. Und du spawnst riesige Viecher. Beziehungsweise riesige Viecher. Du spawnst diese blöden Viecher, die mit den Lasern und so. Aber du bist für uns kein Problem und ein weiteres Lebensupgrade für uns. Leider kein Satansraum, den hätte ich doch tatsächlich nochmal benutzt und nochmal reingeschaut. Och nö. Traust du dich nicht oder was ist los? Wollte schon sagen, es ging einfach. Greed, hey, du hast auch keine Chance gegen uns, weißt du das? Und Greed wurde besiegt. Schöne Sache, schöne Sache. Gucken wir hier nach dem Geheimraum. Nein. Dann schauen wir mal hier so rein und treffen auf Gegner. Ich finde das super, dass unsere Schüsse durch die Gegner durchgehen und sie dann auch noch treffen. Das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Wisst ihr was? Oh, das hat sich jetzt ja mal gar nicht gelohnt. Dachte, ich setze zum Spaß mal die Pille ein, weil ich habe schon so ziemlich alles auf der Ebene durchsucht, was ich durchsuchen wollte, glaube ich. Hat sich nicht unbedingt gelohnt. Nee. Oh, aber auf den Stein darf ich, glaube ich, nicht drauflaufen. Explodiert das, glaube ich, alles. Schauen wir weiter. Gut, das hat sich von selbst gelöst. Finde ich gut. Lack ab. Sehr schön, was ist das? Turfklaps. Verdoppelte Bomben und extra Glück. Das ist schön. Gucken wir nochmal hier rein. Ja, na gut. Das hat sich jetzt eher weniger gelohnt. Ist aber nicht schlimm. Denn um uns ist es im Moment noch ganz gut bestellt. Wenn der jetzt auch noch schnell stirbt. Ja, das ist doch super. Habe ich schon die ganze Zeit so geleuchtet? Kann mir das einer kurz beantworten? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich befürchte, dass wir nicht die ganze Zeit so geleuchtet haben. Juhu, bad guess. Ich wollte eigentlich nur den Stacheln entgehen. Das habe ich jetzt erfolgreich gemacht damit. Schauen wir erstmal. Ne, ich glaube, wir sind fertig mit der Ebene. Wir sind fertig. Ich guck mal kurz hier nach dem Geheimraum nochmal. Auch nicht. Hier vielleicht? Yep, endlich den Geheimraum gefunden. Jede Menge Geld für uns, aber nichts Besonderes sonst. Okay, dann würde ich mal behaupten, wir sind fertig und gehen mal in die nächste Ebene. Ja. Die Tiefen 2. Bin mal gespannt. Ich bin gespannt, vielleicht kommen wir noch zu Satan mit den ganzen Items. Würde mich zumindest freuen, bei dem Schadensoutput, den wir im Moment haben, sollte auch The Fallen kein großes Problem darstellen. Vorausgesetzt, wir kommen dahin. Wir könnten auch mal in den Shop gehen. Warum haben wir so viel Geld? Hatten wir es gerade auch schon, ich habe es irgendwie nicht bemerkt. Los, Gehirnisch. Das ging fix. Goldraum mit, was ist das? Reusable Knockback. Das werde ich gleich mal austesten. Und zwar hier. Wow. Bestes Item ever. Das ist ein super sinnloses Item. Aber wirklich.
Ja, Bad Gas, das ist sogar besser. Es ist lustig, aber nicht wirklich sinnvoll. Huch. Das ist neu. Und hier könnten wir die Bibel kaufen. Haben wir aber keinerlei Verwendung für. Ich gebe stattdessen lieber ein bisschen Geld hier aus. Wer weiß, was passiert, wenn wir eines Tages 999 Münzen in dieser Donation Machine drin stecken haben und dann die letzte tausendste Münze hinzufügen. Könnte noch ein Weilchen dauern, bis das passiert. Aber solange die Maschine nicht kaputt geht, kann ich auch immer mehr Geld reinpacken. Von daher. Ja, wir sind bald bei 200 angekommen. Juhu. Ach, nicht die Engelsviecher. Oh. Engelsviecher tot und natürlich mussten mich die Stacheln am Ende nochmal treffen. Natürlich. Was habe ich denn erwartet? So, geht weg. Das Item ist Lucky Rock. There's something inside it. Okay, wir nehmen einfach mal einen Lucky Rock mit. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Und wir suchen dann erstmal... Autsch! Noch weiter die Ebene. Wehrt mein aktives Item eigentlich auch Schüsse ab? Wenn ja, dann wäre es tatsächlich ziemlich nützlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ich möchte wissen, was das ist. Luck up. Okay. Jetzt geh wieder runter, bitte. Natürlich. Muss ich... Was? Puberty? Die sahen doch total identisch aus. Warum war das Puberty? Wow, ich habe einen Raum mit Häufchen freigeschaltet. Aufgeschlossen mit Schlüsseln. Noch besserer Raum? Das kann es gar nicht geben. Das war der beste Raum, den ich mir vorstellen konnte. Danke. Ich finde das Item ziemlich sinnlos, ehrlich gesagt. Aber es ist lustig. Und das ist viel wert. Lustige Items sind nicht häufig. Wir könnten zwei Schlüssel opfern. Um da ranzukommen, machen wir einfach mal. Obwohl, wir haben genug. Jetzt habe ich angefangen. Ach, egal. War doof, merke ich selbst. So. Ich würde sagen, wir sind fertig mit der Ebene. Nach dem Geheimraum kann ich... Ich weiß nicht, wo der sein soll. Die Stellen, die ich jetzt abgesucht hätte... Scheinen nicht die richtigen zu sein. Außer, nee, da auch nicht. Hier vielleicht. Hier könnte er... Nee, das kann er nicht sein. Nee. Egal, wir gehen zum Boss. Hi. Rote Form. Hier eintreten. Mist, das war nicht richtig. Das war auch nicht richtig. Hier hin. So war das nicht gemeint. Ja, genau. Prima. Autsch. Zu langsam. Das ist eigentlich nicht sonderlich schwer, gegen sie zu kämpfen. Ich muss nur ein bisschen ausweichen. Und das kriege ich gerade mal überhaupt nicht hin. Aber so gar nicht. Juhu, und wir können in den Satansraum und wir kriegen dieses Item hier. Speed up the size down. Finde ich gut. Und eine Boss of Steel Pille. Und Geld. Sehr schön, sehr schön. Die setzen wir ein und dann gehen wir doch... Ah, jetzt verstehe ich, was der Lucky Rock macht. Cool, wir kriegen aus jedem Stein jetzt Geld. Da haben wir uns das richtige Item hier rausgesucht für. Bad Gas und...
Oh, hi Krampus. Tja. Das ist ein wunderschönes Item. Okay, Schüsse werden davon nicht abgelenkt, aber wir haben Krampus besiegt. Und das im selben Run, wo wir ihn freigeschaltet haben. Das ist schon cool. Was ist das? Luck up. Und a lump of coal. Oh, die Tränen werden jetzt stärker, wenn sie länger fliegen. Oder wenn sie länger auf dem Bildschirm sind. Sehr schön. Beziehungsweise denke ich, dass der Effekt immer noch derselbe ist wie früher. Bedeutet, so weit wie möglich wegstehen von dem Gegner. Macht extra Schaden. Sollte es zumindest. Jop. Das ist ordentlich. Ach, hi, Treubombe. Nein. Ah, verdammt. Wow, das ist krass. Das ist krass. Wenn wir noch... Nee, Shop gibt's ja nicht mehr. Warum mache ich das denn eigentlich? Aua. Okay, gut zu wissen, dass aus manchen von denen... Ja, Tränen rauskommen. Okay, bei dem bringt das nichts. Wie sieht's bei dir aus? Ich find's witzig, dass da manchmal irgendwelche Gegner rauskommen. Ich weiß nicht, woran man das festmachen kann, welche da genau rauskommen. Oder ob man es überhaupt festmachen kann. Sieht für mich bis jetzt nicht so aus. Oh, gegen dich ist das Item natürlich richtig gut. Oh, da wäre ich beinahe in die rote Pampe reingelaufen. Das ist effizient. Ich bin ja schon ziemlich froh darüber, dass wir tatsächlich wieder ein No-Damage-Achievement erhalten haben. Und das mit Eden. Eden ist interessant. Ich muss ja so mein kleines Fazit jetzt schon wieder zu Eden abgeben. Bis jetzt ist der Charakter gewöhnungsbedürftig, weil ich weiß nicht, ob es am Anfang ein Bug war, dass man seine Lebensanzeige nicht gesehen hat oder ob es gewollt ist. Aber ich konnte die Leben nicht sehen und das war merkwürdig. Unsere Tränen reichen nicht bis dort ganz rüber. Aber seine schon, oder was? Huch. Ja, natürlich. Das war Glück. Müssten wir das nicht langsam bald durchhaben? Mein Automat, wo ich dran spielen könnte? Ach nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Geht weg. Ich würde gerne noch so eine Donation Machine finden, weil ich habe so viel Geld bald, wenn es so weitergeht. Okay, wir gehen zum Boss. Mr. Fred. Der ist weg. Ach, der macht immer die Viecher los. Okay. Okay, kommst du jetzt aus dem Boden wieder raus oder bleibst du oben? Wir machen guten Schaden. Bleib am besten gleich unten. Okay. Bleibst du unten? Bleibst du unten? Bleibst du unten? Ja. Achso, da lebt noch was. Jetzt nicht mehr. Squeezy! Ich hoffe zumindest, dass es immer noch Squeezy heißt. Ansonsten hat das einen anderen Namen gekriegt. Squeezy, Tears Up. Noch mehr Tears Up. Super Sache. Finde ich gut. Noch mehr Geld für uns. Der Lucky Rock ist witzig. Der gibt uns immer Geld. Jetzt bräuchten wir diesen Bettler, der uns Items gibt, wenn wir... Oder wenn Geld herumliegt. Das sammelt er ein und gibt uns Items. Das wäre cool. Autsch. Bitteschön. Bad Gas. Okay, und wir haben hier nochmal zwei schöne Steine. Das lohnt sich jetzt richtig, die ganzen Steine kaputt zu machen, weil... Autsch. Immer Geld dafür bekommt. So intelligent da reinzulaufen. Hier ist genau gar nichts. Sind wir dann fertig mit der Ebene? Oder kommt mir es nur so vor?
Da hinten ist noch irgendwie ein Raum, wo wir noch nicht drin waren. Ich gehe mal kurz dahin. Da kommen wir nicht rüber. Oh, ich hatte eine Idee gehabt, wie man vielleicht darüber kommt. So, sterbt. Aua. Ich doch nicht, nur du. Dann geht's hier auch noch weiter. Das sollte kein großes Problem darstellen. Ich hätte jetzt gerne eine größere Range. Oh, stopp, Geld. Warum auch immer ich das mitnehme. Bringt uns rein gar nichts. Super Pride. Aua. Und wir haben Super Pride besiegt und kriegen die linke Hand dafür. Bin fast tot. Ich würde mal sagen, wir nehmen die linke Hand mit. Und gehen dann mal langsam Richtung nächster Ebene. Wenn ich noch ein paar Herzen finde. Ansonsten sieht das ein bisschen schlecht für uns aus. Aber es liegen ja noch genug Herzen auf der... Da, auf der Ebene rum. Tolles Item. Echt tolles Item. So, das auch noch mitnehmen. Und wir gehen in die nächste Ebene, wenn ich den Raum gefunden habe. Ansonsten müssen wir für immer hier bleiben. Oh nein. Ja. Warum? Obwohl, ich habe mich gerade gefragt. Oh Gott. Jetzt reicht's doch mal langsam. Nicht mehr lustig, Spiel. Wobei es eigentlich eher mein Verdienst ist. Was ich eigentlich sagen wollte. Ich war etwas verwundert. Der Raum ist nämlich doppelte Größe, der Kampf, der Bossraum hier. Es war allerdings nur ein Boss drin und kein Double Trouble. Finde ich persönlich natürlich gut. Ist einfacher. Aber ich hatte schon mit einem Double Trouble gerechnet. So, Utero 2. Die letzte Ebene wahrscheinlich. Außer wir kommen irgendwie in den Satansraum. Autsch, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt erst recht nicht mehr. Wow, du bist so nervig. So. Ein Seelenherz, juhu. Och nö. Geht weg, ouch. Ja, natürlich, der kommt einfach aus dem Nichts wieder. Kommt der einfach aus dem Nichts wieder hervor. Kommt wieder heraus. So. Schluss mit lustig. Euch muss ja auch noch irgendwie loswerden. Unsere Tierrate ist fantastisch. Wir müssen eigentlich nur zum Gegner kommen, dann ist er höchstwahrscheinlich tot. So, lass mich durch. Das nehmen wir auch noch mit. Ich bin jetzt eigentlich schon so ziemlich direkt auf der Suche nach Mom's Heart. Das war einfach eine Sicherheitsmaßnahme, falls eine direkt neben mir stehen sollte. Ich sollte das Item häufiger einsetzen, denke ich. Trollbomben. Schade. Ich hätte lieber Seelenherzen. Aber das hätte wahrscheinlich jeder gerne. Aua. Okay. Panik. Geht bloß weg, ihr Mistviecher. So. Jetzt laufe ich doch glatt nochmal zurück, um mir noch irgendwie ein paar Herzen zu holen. Wobei, ich durchsuche noch die Ebene. Nicht komplett, aber teilweise. Genau deswegen. Was ist das denn? Evil Up. Das brauchen wir nicht. Wir behalten das hier. Wir behalten die linke Hand und hoffen auf ein paar gute, gute Kisten. Och nö. Geh weg. Geh weg. Das war relativ schmerzlos. Runter, perfekt.
Lagen nicht noch irgendwo Herzen rum? Erfolgreich abgewehrt. Jetzt hätte ich gerne noch irgendwo ein Herz her, dann wäre ich glücklich. Guppys Paw. Oh, Guppys Paw. Wir nehmen Guppys Paw mit. Kisten. Trollbomben. Seelenherzen. Oh, cool. Spinnen, nicht so cool. Aber wir haben Guppys Paw eingesammelt. Tja, dann musst du leider jetzt wegbleiben. Denn Guppys Paw ist wesentlich besser. Weg. Danke. Das ist ein super Ersatz für das andere Item und auch für ein paar rote Herzen, denn hiermit kann ich mir Seelenherzen machen. Super Item. So. Ich stirb. Oh, das war knapp. So, komm runter und bleib unten. Einfach nur ausweichen. Dann können wir es schaffen. Oh oh. Pass auf, vielleicht kommt der Laser. Pass. Oh Gott. Nein, nein, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich war zu langsam. Und wir haben gewonnen. So. Ende des Runs. Ich habe nicht damit gerechnet, dass nach dieser Szene noch etwas kommt, aber gut. Der Run ist vorbei, wir haben ein neues Item freigeschaltet und einen erfolgreichen Run mit Eden somit gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und seid das nächste Mal dabei, wenn es weitergeht mit The Binding of Isaac Rebirth. Womit, kann ich noch nicht genau sagen. Keine Ahnung, welche Charakter ich denn spielen werde, uns fehlt immer noch Eve. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao!